Und jetzt werden die Rationen verschenkt hier. So, diesmal bin ich vorbereitet. So halb. Kill den Penner! Kaum zu glauben, dass ich für einen Eiswolf meine komplette Leiste leer machen muss. So, und wir wollen... Oh, ich laufe in die komplett falsche Richtung. Sehr gut. Mist! Ist immer noch die Schwierigkeit eigentlich auf Experte aktuell? Nicht... Okay, okay. Nicht, dass ich sie irgendwann wieder wegen meinem anderen Krieger auf legendär gestellt habe, nur weil ich irgendwas umgestellt habe. Du hast auch Stone überholt. Nice! Das Problem ist, ich werde immer Rang 0 bleiben, glaube ich. Weil ich nämlich in den normalen Rängen gar nicht drin bin. Dann war es bei mir einfach noch nicht aktualisiert. Macht nichts. Doppelt hält besser. Solange wir in der richtigen Kategorie sind, das ist das Wichtigste. Ne? Also falls ihr oben im Titel dann irgendwas mal zufällig im Chat oder so falsch schreiben solltet, es sollte am besten nicht passieren, dass wenn man dann auf das Game klickt, dass es dann einfach leer ist. Weil ich in irgendeiner anderen Kategorie bin. Du wolltest zum Schrein stone. Nee, ich wollte nicht zum Schrein. Ich wollte die Magiergilde weitermachen. Und Magiergilde waren wir gerade, wir mussten zur Ausbildungsstätte. Und die war da. Triff Tolf dir auf. Wie kommt man da eigentlich am besten hin? Nächster bitte! Ich bin Viewboard, ja. Ghost Rider, hallo! Aua! Danke für den Follow, bediene dich an der Käseplatte. Durch Zufall gewinnst du immer deine eigenen Bundles. Buh! Was spielst du? Rasse, Vampir, Werwolf? Ich spiele Argonia. Magier neuerdings. Ich spiele zum ersten Mal einen Magier, zum ersten Mal einen Argonia. Und aktuell bin ich ein Wolf, aber eigentlich nur, weil ich halt die... Ne? Die Gefährten angefangen habe. Hat aber keinen besonderen Grund. Hallo Elva! Schön, dich mal wieder zu sehen, Elva. Magischer Werwolf Argonia. Ja, das fasst es ganz gut zusammen, ja. So, warte. Wir müssen jetzt gleich genau hier so abbiegen. Das sieht gut aus, ja. Wir werden uns beide nochmal unter vier Ohren unterhalten, junger Mann. Unter vier Ohren? Oh, das klingt gefährlich. Hilfe. Diese Horka mit ihren Stoßzähnen, das ist ganz schön gefährlich. Oh nein. Da hinten ist noch ein Eiswolf, glaube ich. Lydia? Oh Gott, alle kämpfen gegen Lydia. Ich wollte gerade sagen, Lydia! Ich brauche dich hier oben als Tank. Wie läuft's denn so, Stone? Gut, gut, läuft's. Neues Semester hat angefangen. Neues Semester, neues Glück und so. Läuft ganz gut, ja. Meine Erkältung ist endlich vorbei seit ein paar Tagen. Ich habe mich fast komplett erholt. Ab und zu kriege ich noch ein bisschen Hustenanfall. Aber ansonsten geht's mir gut. Wie geht's dir, Elva? Ich hoffe auch immer noch gut. Zum ersten Mal in Argonia. Shame on you. Tut mir leid, Schokokampfkeks. Was spielst du immer für eine Rasse? Schokokeks? Schokokeksrasse? So ein rollender Schokokeks. Willst du dich eigentlich erstmal an den Vanilla-Content halten oder auch schon Quest-Mods ausprobieren? Gibt es schon Quest-Mods auch für die Special Edition? Also, folgendes will ich noch machen jetzt als nächstes in der Skyrim Special Edition hier. Ich will einmal die Magier-Gilde fertig spielen. Das ist mir gerade so am wichtigsten, weil ich bin auch Magier. Dann leveln wir so ein bisschen auf, wir pushen so ein bisschen den Charakter und alles. Und dann könnte ich mir überlegen, Quest-Mods zu machen. Ja, falls die schon übertragen wurden und so. Ich meine, das wären dann auch Sachen, neue Sachen für die meisten, nehme ich an, wenn wir uns die reinziehen. Wie viele Semester fehlen dir jetzt eigentlich noch, Stone? Ich bin gerade in meinem Master im dritten Semester und es gibt insgesamt vier. Also dieses jetzt, was frisch angefangen hat und das nächste noch. Und dann ist Studium endgültig fertig. Du schlachtest Wölfe ab. Während ich eine Band höre, die größtenteils über Wölfe singt, das wird auf längeres nix. Thunderstorm, das ist natürlich kritisch. Schokokampfkeks war auch Argonia. Alle anderen Rassen sind doofig. Ach, du warst sogar immer Argonia. Das ist aufregend, nicht wahr? Ja, das ist sehr aufregend.
Wollen wir hineingehen? Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ja, sehr gut, ja. Gibt einem alten Mann Hoffnung. Falska habe ich schon auf meinem YouTube-Channel geguckt. Wer Falska gucken will, youtube.com/games9. Nee, habe ich aber auf YouTube. Falska ist die einzige Skyrim-Mod, die ich auf YouTube komplett hochgeladen habe. Ich bin bereit. Also gut. Bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein. Aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Tiber klingt gut. Wheels of Lul. Ja, die meisten Skyrim-Mods, die wir hier spielen werden, werden höchstwahrscheinlich auf Englisch sein. Kannst du mir den Namen der Mod kurz im Whisper schicken, damit es nicht verloren geht? Das wäre sehr nett. Habe gesehen, dass Paturnax Dilemma verfügbar ist. Meine aber, dass man dafür die Hauptstory beendet haben muss. Okay. Wölfe sind auch nur Hunde. Also Glaivin. Kaum zu glauben, dass diese Ausgrabung genehmigt wurde. Gold geben. Es war die Größe. In der berüchtigten Nacht der Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Sartal geschehen ist. Das ist eine Aufgabe. Special Edition. Das ist Skyrim Remastered. Eine so die Special Edition. Doch fragen, bevor wir anfangen. Hat er sich gerade selbst unterbrochen? Das hört sich gut an. Jo, läuft relativ gut. Schule und so. Gerade Praktikum in der Grundschule. Nice, Elva. Bin gerade dabei, mich bei Organisationen zu bewerben, wo ich Sommer 2017 für 10 Monate auf eine Highschool in den USA gehen kann. Nice. Hatte gestern Geburtstag, 17 Jahre geworden. Glückwunsch! Ja gut. 10 Monate in die USA. Klingt sehr cool. Ja. Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Klingt sehr abenteuerlustig. Er ist einer unserer Gelehrten und ist mit dem Katalogisieren unserer Funde beschäftigt. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe beim Auffinden zusätzlicher magischer Artefakte hier in den Ruinen. Jeder verzauberte Gegenstand ist in Ordnung. Jeder verzauberte ist gut. Der Verzauberungsnutzen spielt keine Rolle. Wenn ihr etwas findet, kann die Klasse sich das ansehen. So, mal sehen. Was machen Mama. Was ist neu an der Special Edition? Von 32-Bit auf 64-Bit hoch. Post-Processing-Effekte wie God Rays und Tiefenschärfe und höher auflösende Texturen etc. Kein neuer Content oder so. Und soweit ich weiß, keine neuen Meshes. So, Moment. Was soll ich jetzt gucken? Achso, genau. Ich wollte Sound lauter machen, weil ich habe vom Mumi immer wegen der Musik den Sound deutlich leiser. Und Skyrim ist ziemlich leise bei mir, deswegen so. Ich finde es schade, dass man mit Mods zockt, die Errungenschaften ausgeschaltet sind. Ja, mittlerweile gibt es ja aber auch eine Mod, die die Errungenschaften wieder einschaltet, wenn man andere Mods anhat. Warte, wen soll ich jetzt genau fragen? Habt ihr den Mod-Link gewispert? Danke, Tiber. Irgendwie in dem Chat, den ich hier aufhabe, kommt das nie an. Das ist total verwirrend. Total verwirrend. Kibritzel, ich warte immer noch darauf, dass ich dich auf Twitch abonnieren kann, weil wegen dich unterstützen. Ja. Ich meine, wenn es so weitergeht, als deutscher Streamer musst du ja so um die 100 Zuschauer haben, dann wirst du auch früher oder später Partner. Ja. Wenn sich das so hält und wenn es noch so weiterläuft, dann... Hilfe, hier ist ein Gitter. Dann sind wir bald auch so weit. Das wäre ganz schön cool. Das wäre schon so ein kleiner Traum von mir, schon seit damals. Ja, das wollte ich eigentlich nicht tun. Ich streame heute wahrscheinlich bis so ungefähr halb elf. Meine Vorfahren die Heime von Onmunds Vorfahren zerstört haben. So viel Blut vergießen. Leute, wie komme ich da? Finde Arniel Gane. Ich will darüber. Wie komme ich darüber? Wo ist diese Wurst? Obwohl jemand anderes so gerne in den Knochen seiner Vorfahren herumwühlen würde?
glaube, niemand würde gerne in den Knochen der... Außer es gibt Loot. Außer es gibt Loot. Spiele Magier meist mit Stäben. Ja, ich mache jetzt gerade so Kampfmagier-Mischung, irgendwie so ein Ding. Vielleicht gibt es hier oben irgendwo einen Hebel oder so. Ich kann mich an diesen Dungeon überhaupt nicht mehr erinnern. Oh, Truhe. Siehste mal. Kommt übermorgen ein längerer Skyrim-Stream. Also ich werde auf jeden Fall übermorgen auch wieder Skyrim spielen, also im nächsten Stream. Aber ich werde das wahrscheinlich mixen, entweder mit Deponia oder mit Mass Effect 2. Da gucke ich noch. Ich glaube, ich habe aktuell ein bisschen mehr Lust auf Deponia. Dann machen wir so ein bisschen lustiges Puzzle lösen und... Ne. Warte, geht's hier wieder raus, oder? Das ist falsch! Ich habe das Gefühl, ich übersehe was. Auf der Säule in der Mitte ist eine Plattform, über der ein Weg zu ihm ist. Säule in der Mitte. Das habe ich. Das habe ich gewusst. Ich wollte euch nur testen. Deponia, unbedingt Deponia. Ja. Tolfdia hat mich zu eurer Hilfe entsandt. Was? Ach ja, ihr. Deponia haben wir schon länger nicht gehabt, stimmt. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Natürlich nicht. Wir wollen nur das Beste. Wobei brauchst du Hilfe genau? Tragt einfach die übrigen magischen Artefakte zusammen, damit ich sie katalogisieren kann. Okay. Okay, also so wie ich das im Chat sehe, ihr seid so ziemlich alle für Deponia. Gerne, gerne, gerne. Lass mich kurz, weil Skyrim ist relativ leise. Ich mache mich mal auch ein bisschen leiser. So. Dann spreng ich euch nicht so sehr. Whoop, falsche Taste, kein Problem. Beschwörung leveln. Ich spiele gerade einen Khajiit Dolchassassinen. Nice. Khajiit, ein Dolchassassinen hatte ich ehrlich gesagt auch Bock drauf gehabt. Ich habe nämlich geschwankt. Entweder Dolchassassine oder Magier. Weil ich habe gehört, es gibt dann später Skills, womit du dich hinter deinen Gegner ranporten kannst und so. Zumindest gibt es ja noch deine Patreon-Page. Ja, das stimmt. Also auf Patreon kann man mich natürlich auch supporten. Sehr gerne sogar. Warum ist hier da noch der Questmarker? Das verwirrt mich. Oh, es ist... Was in aller Welt war das für ein Lärm? Es war eine Falle! Ist alles in Ordnung? Nein, nicht das Amulett! Ich bin hier drin gefangen! Wie in aller Welt ist das passiert? Welchen Internetanbieter hast du? Ich bin bei Kabel Deutschland. 120 down und 6 up. Und manchmal laggt es. Ich habe ein Amulett von der Wand genommen. Wirklich? Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Nein. Entkomme mit Hilfe des Amuletts von Satal in die Falle. Ja, einfach wieder zurück reinlegen. Nein? Okay. Können wir das ausrüsten? Amulett von Satal. Seht ihr das? Eine Art Resonanz. Oh! Hier und die Mauer. Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Ich frage mich, welche Auswirkungen eure Zauber wohl haben. Ja! Paduken! Hast du das gesehen, Opa? Oh, jetzt ist das Licht ja auch angegangen. Sehr gut. Bitte seid hier vorsichtig. Die Stätte wurde noch nicht vollständig gesichert. Oh, warte, ich hab... Oh, muss ich jetzt nicht mehr die Artefakte sammeln, oder was? Okay, dann nicht. Dann gehen wir einfach weiter. Oh, falsche Taste. Das ist höchst ungewöhnlich und sehr interessant. Witzgeist, kommst du eigentlich mit? Oder ich glaube, ich bleibe nur auf der Stelle stehen, wenn hier... Wenn nix spawnt... Oh, Vafilia muss um 4 Uhr aufstehen. Okay, ich wünsche dir viel Erfolg beim Aufstehen morgen. Was? Ich wüsste nicht, wie man an andere ranportet und spiele einen Dolcher Level 50. Echt? Also das ist das, was ich immer gehört habe, dass einige Leute
Warte, was? Achso, der macht gleich was. Sowas hätten sie in mehr Dungeons nutzen können. Sowas, wo man so aufschießen muss und so. Und hört gut zu. Ach ja, die Magiergilden-Story war eigentlich ziemlich cool. Ereignissen in Gang gesetzt hat, die nicht aufgehalten werden kann. Es wurde noch kein Urteil gefällt, da ihr davon nichts wissen konntet. Es wird ein Urteil über eure zukünftigen Handlungen gefällt werden und darüber, wie ihr den Gefahren begegnet, die euch erwarten. Diese Warnung ergeht an euch, weil der Sijik-Orden an euch glaubt. Ihr Magier, ihr allein habt das Potenzial, eine Katastrophe zu verhindern. Seid sehr vorsichtig und wisset, dass der Orden euch beobachtet. Stone switcht 100 Zauber, benutzt trotzdem den falschen. Ja, guck, weil... Ich schwöre. Mein Zauber auf der 4 und mein Zauber auf der 7 sind beides Beschwörungszauber und sehen genau gleich aus. Deswegen, das kann da schon mal passieren. Ein Geist. Ich habe leider gar nichts gesehen. Könnt ihr mir mehr darüber sagen, was ihr gesehen habt? Nein. Bevorstehende Gefahren und im Psijik-Orden. Psijik-Orden? Ja. Seid ihr ganz sicher? Das ist sehr seltsam. Und drohende Gefahren? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Es besteht keine Verbindung zwischen den Sijiks und diesen Ruinen. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Vielleicht sollten wir einen Blick in diese Särge werfen. Jetzt seid bitte sehr vorsichtig. Wer weiß, was wir finden. Hm. Ich wüsste nicht, wie man an andere ranportet. Ich spiele einen Dolcher Level 50. Vielleicht verwechsel ich das auch mit irgendeiner Mod, die das freigeschaltet hat, weil ich bin mir so sicher, immer gesehen zu haben, wenn andere Dolchassassinen gespielt haben, dass sie sich so hinter den Gegner geportet haben, pum pum, und dann von hinten aufgeschlitzt. Vielleicht war es auch eine Mod. Enderal schien es auf jeden Fall gehabt zu haben, aber ich meine es schon vorher gesehen zu haben. Bin ich mir nicht sicher. Weiß jemand, ob es schon eine Mod gibt, die die Wege auf der Karte einzeichnet, wie beim normalen Skyrim? Oh, das weiß ich nicht. Kommt aber sicher früher oder später. Ich sag nur, ich konnte Magicka durchgehend nutzen, war also auf Max und ging auch nicht weg. Nice. Wie wär's mit Edna bricht aus oder hattest du das schon? Edna bricht aus hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich hatte Harveys neue Augen, habe ich damals mir irgendwo angeguckt. Edna bricht aus kenne ich aber noch nicht. Nur den Anfang, glaube ich, irgendwo mal. Der Psijik-Orden. Randporten hört sich wie eh so an. Junge. Das ist einfach... Das war eine Gruppe von Magiern, deren Geschichte noch weiter zurückreicht als die des Kaiserreiches. Sehr mächtig, sehr verschwiegen. Seit gut 100 Jahren hat sie niemand mehr gesehen. Sie sind verschwunden, zusammen mit ihrer Zufluchtsstätte auf der Insel Artaeum. Mit? Ich habe keine Ahnung, was sie mit diesem Ort zu tun haben. Mit der Zufluchtsstätte? Was? Warum? Was wollen die von mir eigentlich? Das weiß ich nicht, aber ich finde es faszinierend. Randporten hört sich voll wie ESO an. Stimmt, da ging das. Die Insel Artaeum verschwand vor über 100 Jahren. Und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Und doch haben sie sich plötzlich dazu entschlossen, Kontakt mit euch aufzunehmen. Das ist wirklich spannend. Gell? Ich würde das als ein Kompliment betrachten. Die Psijiks haben sich immer nur mit denen beschäftigt, die sie für würdig gehalten haben. Okay. Alles okay, Bruder. Bis zum nächsten Mal. Brother. Schaltest du jetzt noch einen Gang? Ja, so mehr oder weniger. Oh, ruhelose Traugere sogar. Nice. Wenn ich schon extra in den Perk reingesetzt habe, dass beschworene Waffen jetzt mehr Schaden machen, dann wollen wir das auch mal ein bisschen benutzen. Ich bin immer bereit, mich zu verteidigen, außer ich stehe an der Front. Könntet ihr vielleicht irgendwie... Ich muss wohl an die Front gehen. Finde das Rollen, wenn man schleicht, voll swaggy. Swaggy. Swaggy, swaggy. Ich glaube, ich habe das Rollen nie so wirklich benutzt. Ich habe, der einzige Grund, warum ich in Skyrim keinen Schleichcharakter gespielt habe, ist, weil ich in Oblivion schon so viel Schleichcharaktere gespielt habe. Habe ich Lydia gerade eben angezündet? Nee, okay. Dann ist gut.
Oh, yes! Wenn man alle Daedra-Quests macht, ist man ja der Champion von allen Daedra. Wann die das wohl merken? Die merken das nie, die Daedra. Die denken, die wären immer die Größten. So etwas habe ich in den Nordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge. Seid bereit, euch zu verteidigen. Wie oft willst du mir das noch mit den Särgen sagen? Also gut. Erkunde die Gefahren von Saatal. Wegen mir wirst du nie deine Beschwörungszauber vergessen. Ich glaub's auch, MB. So oft, wie du mir das gesagt hast. Ich meine, ich finde das beschworene Schwert auch ziemlich stylisch, muss man auch sagen. Sieht ziemlich cool aus. Ich glaube, in Enderal konnte man sich mit Schleichen an Gegner hinten ranporten. Ja, gut möglich, gut möglich. Ich wusste nicht mehr, wo ich das gesehen hatte. Ich dachte, es wäre hier gewesen. Kannst du nicht die Kette selbst ziehen? Oder diese hier? Ja. Es gibt ja einen Bug, wo man den Skill nicht braucht, um zu rollen. Ah, okay, echt. In Oblivion konntest du ja auch rollen, wenn dein Schleichskill hoch genug war. Kommt der Opa mit? Kommt der Opa mit oder was? Ey, Opa. Du hast keine Lust mehr? Zu schwer? Das ist einfach faszinierend. Ich glaube, der kommt einfach nicht mit. Gut, Skyrim ist bei mir manchmal ein einziger Bug. Ein einziger Bug. Mit CK. Bei mir geht's. Also ich muss sagen, ich weiß nicht mehr, wie es beim Standard Skyrim war. Das Standard Skyrim ist auch ziemlich oft abgestürzt. Auch ungemoddet, ne? Obwohl, nee, es ging. Oh Gott, ich habe die Feuer... Ich habe mir gerade eben noch... Fucking Christ! Oh Gott, nicht töten, nicht töten. Alles ist gut. Wo ist meine Dame? Wo ist Lydia? Lydia! Ihr habt einfach zu viel Leben. Wusstet ihr das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist Lydia? Help! Kill den Banner! Der Schaden ist too damn high! Jetzt kill ihn! Okay, das hat irgendwie weniger gebracht als erwartet. Jetzt! Oh, das war befriedigend. Opa muss sich ausruhen, der Opa. Ja, der Opa ist im vorherigen Raum und... Aber wo ist meine Dings? Hallo? Wo ist meine Dame? Meine Dame ist weg. Geht das eigentlich immer noch, wenn man vom Riesen geschlagen wird, dass man richtig hoch in die Luft fliegt? Das haben sich auch schon einige gefragt. Ich bin bisher noch keinem Riesen begegnet. Also ich hab das noch nicht gesehen. Aber ich fand das immer eigentlich ganz witzig. Wäre schade, wenn sie es rausgenommen hätten. Nee, aber ernsthaft jetzt. Wo ist Lydia? Das war am Anfang noch ein Spaß, aber die ist ja echt weg. Das letzte Mal ist sie doch mitgekommen hier in diesen Raum. Lydia lackiert sich gerade die Fußnägel. Die Zeit muss sein, ja, ne? Wahrscheinlich. Lydia? Was machst du hier? Bin immer noch da. Bin immer noch da. Ich folge. Die verarscht mich. Ich bin immer noch da. Gerade eben warst du aber nicht da. Ich bin wirklich immer noch da. Ja, ja, ja. Komm, kommst du? Gut. Lydia ist immer da, wo sie nicht sein soll. Ich finde das inzwischen ganz normal, Glavin. Wenn es Mammuts regnet, ist das merkwürdig. Ja.
Oder wenn du alle Drachen ersetzt mit einer Lokomotive. Das ist auch sehr schön. Mit Thomas, der Lok. Das sind so die Glanzpunkte der Mods für Skyrim. Wenn du die Magie gemeistert hast, probiere dann mal mit deinem Magiercharakter die anderen Klassen, bis du alle Klassen gemeistert hast. Das kann aber dauern. Das kann dauern. Ich weiß auch noch nicht, wie lange wir Skyrim spielen werden. Ich habe jetzt gerade vor allem wieder Bock drauf, weil für mich ist es echt lange her, dass ich es gespielt habe. Ja, sehe ich da eine Kiste? Deswegen, also, Mist. Ich habe einmal, gut, 2011, als es halt frisch released wurde, habe ich es gezockt. Und das einzige Mal danach war es eigentlich nur für Falska. Für den YouTube-Kanal, für Falska. Und sonst gar nicht. Ansonsten überhaupt nicht mehr. Nee, das wäre falsch. Bei Dawnguard, als ich die Erweiterung Dawnguard bekommen habe, Dawnguard für Dawnguard habe ich auch nochmal gespielt, stimmt. Das war auch ein Weilchen nach Release, aber ansonsten glaube ich dann nicht mehr. Ich habe Skyrim damals noch eine ganze Weile lang mal gemoddet. Geh nicht über die Falle, Lydia. Goddammit, Lydia. Ich habe es ziemlich lange gemoddet, bis es für mich hübsch aussah. Und, ja. Tut mir leid, Lydia. Ihr kennt es bestimmt auch, wenn ihr Skyrim, Oblivion oder allgemein ein Elder Scrolls Game moddet und dann euch denkt, wow, sieht das jetzt gut aus, jetzt habe ich echt Bock zu zocken. Und dann fangt ihr an und dann stellt ihr fest, irgendwie, das Modden hat mich jetzt schon so befriedigt, jetzt habe ich irgendwie doch nicht mehr so Lust zu zocken. Jetzt habe ich so viel gemoddet, das war so geil, jetzt reicht mir das. Das mit dem Riesen und dem Hochfliegen geht noch, nice. Was macht eigentlich deine Farm bei Stardew Valley? Stardew Valley habe ich die 2 Jahre komplett durchgespielt und ja. Stardew Valley habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte, deswegen habe ich aufgehört. Deswegen habe ich aufgehört. Warte, wie ging das nochmal jetzt hier? Herausfinden, was die richtigen Symbole sind. War hier irgendwo ein Hinweis oder so? Irgendwo irgendwelche Symbole. Kann ich auf beiden Seiten drehen? Macht es irgendwann ein Geräusch, wenn es richtig ist? Nein, es macht kein Klicken oder Knacken. Wo waren die Hinweise? Ich will es nicht blind probieren. Da war Gift in der Wand. Magiker-Regeneration auf 100% oder mehr machen und Rip-Tränke brauchst die nicht mehr. Ja, ich werde es noch. Ich spiele, wie gesagt, zum ersten Mal einen Magier. Ich werde es noch ein bisschen ausprobieren. Lydia, bist du schon wieder drüber gelaufen? Vielleicht brauche ich das. Es gibt irgendeinen Code, wo man in der Konsole eingeben kann und dann zu einem Ort teleportiert wird, wo Kisten sind und da alle Equip-Teile in ganz Skyrim sind. Ja. Also, eines der Teleportbefehle ist ja COC. Change of Cell oder was auch immer das bedeuten soll. Damit kann man sich teleportieren. Ich sag doch, die Fußnägel. Einer der Gründe, warum ich Lydia immer weggeschickt habe. Lydia, geh einfach deine Fußnägel lackieren. Du bist mir egal. Stone, probierst du dein Glück mit dem Creation Kit? Eher weniger. Ich wollte vor langer Zeit mal das Creation Kit ausprobieren, aber mittlerweile bin ich eher so der Typ, der zum Beispiel Unity benutzt, halt komplette Game Engines und nicht nur Creation Kit oder so. Das passiert mir viel zu oft, bei Wookie auch, bei zu vielen Spielen. Tagelang modden, 2 Stunden gespielt, ja. Ich meine, bei mir, mich haben meine Videos auf YouTube und die Streams immer dann dazu motiviert, hey, jetzt habe ich schon mal gemoddet, jetzt können wir es auch spielen und so. Das mit dem Riesen ist kein Bug, das ist ein Feature, ja. Skyrim Rätsel ist wieder schwer, ja, ohne Witz, Mann. Ohne Witz, Mann, sehr schwer, so, okay, lass uns aber nochmal hier weiter probieren. Lass uns mal ein bisschen Licht machen, weil ich sehe... Ah!
Mit Licht sieht man das sofort. Ohne Licht war das ein bisschen dunkel. Ohne Licht war das ein bisschen sehr Darkness. Darkness, everybody. Darkness, Darkness. Darkness. So viele Adler. The Darkness, Darkness. Da sind teilweise auch Schreie, die ich noch nie gesehen habe. Wie allgemein in Skyrim, oder was? Guten Tag. Hallo. Housekeeping, hallo. In Oblivion war es COC Testing Hall, ja. Voll daneben. Voll daneben ist auch ein Treffer. Said no one ever. Oh mein Gott, ich mach keinen Schaden. Lydia, tank den schön weg. Immerhin, wenn er so viel aushält, kann ich ganz gut Zerstörung trainieren. Jetzt geh hin. Woo! Dreckzack. Ist da noch irgendwas? Draugerwicht. Ich glaube, das war schon der Boss. Siehst du, wenn Lydia da ist, die den ganzen Schaden frisst, ist das kein Problem. Der Befehl mit der Halle, wo alle Ausrüstungsgegenstände sind, ist COCK-Smoke. Okay, QA-Smoke. Interessant. Ach so, in der Halle sind also Sachen, die du noch nie gesehen hast. Wie sieht man denn Schreie? Ich sehe. Nicht 100% Mana-Regeneration, sondern 100% weniger Mana-Kosten für deine zwei Lieblingszauberschulen. Das geht? Man kann 100% weniger Mana-Kosten machen in Skyrim? Das wäre ganz schön cool. Ich habe halt bisher wirklich, wirklich nur einen Krieger mit Zweihandwaffen gespielt. Das heißt, das Magiesystem und so, das ist für mich completely new und so. Completely new. Ich gehe mal schlafen. 6.30 Uhr aufstehen. Gute Nacht, Elva. Ich wünsche dir frohes Aufstehen. Kann man die Fallen auch triggern mit Zaubern? Was? Goddammit. Oh, kann man, kann man. Ich hab nur nicht getroffen. Wenn man 100% Mana-Rec hat, hast du Max Magica, die Leiste links bleibt auf Max. Kann ich mir vorstellen. Hört sich cool an. Geht doch, geht doch. Ich war nur wieder ein bisschen zu blöd, gell? So, was wollt ihr mir jetzt hier sagen? Schlange, Delfin, was auch immer. Die Frage, ob es die gleiche Reihenfolge ist. Schlange, Delfin, was auch immer. Oder, oh Gott, was? Warum hat sich alles gedreht? Wollt ihr mich verarschen? Oh. Ich wollte mich jetzt hier nach hinten orientieren, aber so geht es natürlich auch. Warte, ist es sogar das gleiche? Schlange, Delfin, Schlange, Delfin. Delfin, Adler, Delfin. Es ist sogar genau das gleiche, wie dort steht. Für all die Leute, denen das nicht auffällt und lieber hier oben gucken. Zum Beispiel für mich. So, ich glaube, ein Ding dreht immer mehrere rum, oder? Nee? Oh, warte, was? Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Hier ist die Schlange, das heißt... Hier ist schon der Delfin. Das war eigentlich unnötig. Warte kurz. Oh, das Ding dreht alle vier. Okay. Was dreht das hier alles? Das dreht die drei. Okay, nur das hier dreht alleine. Das dreht das vorherige. Das dreht alle drei und das dreht alle vier. Okay, okay. Das heißt, wir wollen, wenn wir den Adler wollen, dann muss das auf Schlange sein, genau. Muss da 1, 2, 3, dreimal müssen wir das theoretisch noch drehen. Beziehungsweise, nee, was laber ich, das geht viel einfacher. Wir müssen einfach nur in der richtigen... Ich wollte jetzt überlegen, warte, wie muss ich das jetzt drehen, damit es in der richtigen Reihenfolge... Ich war schon im Deponia-Fieber. Oder nee, wenn ich das hier drücke, dann drehen sich die drei. Nee, dann kann ich das doch nicht so machen. Damn it. Ja, doch nicht zu komplett gedacht.
an so ein komplexes Rätsel kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, ne? Fuck, Mann. Wieso hast du dich auch gedreht? Okay, das müsste jetzt trotzdem passen. Und jetzt hier nur noch... Weil das dreht sich alleine. Ja, das müsste jetzt trotzdem gepasst haben. Genau. Genau, so passt das. Du hast Schnellheilung, oder? Ja, aber ich möchte das nicht benutzen. Ich möchte das nicht benutzen. Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Höchste Zeit? Ja, willst du mir irgendwas dazu sagen? Was könnte dies für ein Ort sein? Was könnte dies für ein Ort sein? Nein! Ich bin's von Oblivion gewohnt, dass auf der 2 immer meine Fackel ist. Vielleicht sollte ich mir da hinten. Vielleicht sollte ich mir da den Lichtzauber drauflegen. Oh, Gift! Sehr gut! Aber gell, Aelerus, so ging es mir auch gerade eben. Ich meine, das Rätsel war jetzt nicht irgendwie wahnsinnig schwer oder so, aber ich kann mich auch bei Skyrim nicht an so ein Rätsel erinnern. An so ein komplexes Rätsel, was halt komplexer ist als so der restliche Standardkram. Dass wir so etwas finden würden. Warum ist dies so tief in Sartal begraben? Tja, was willst du jetzt machen? Lebt wohl. Das funktioniert übrigens auch mit Life und Stamina-Rack. Ja, aber warum sollte ich das Spiel so leicht machen? Wieso sollte ich mich mit so Regenerationsgeschichten so to the max pushen? Und Jack? Ich mach überhaupt keinen Schaden. Nichts scheint zu funktionieren. Haltet es beschäftigt. Ich versuche, mich etwas zu erzielen. Ich glaube, das lag daran, dass wir müssen den irgendwie versuchen. Ich glaube, wir mussten das hier erstmal beschädigen oder so, oder? Oh, jetzt ist er. Jetzt leuchtet er nicht. Jetzt leuchtet er nicht mehr. Schutzschild. Oh, Schutzschild ist wieder drauf. Nee, doch nicht. Okay. Ich dachte, ich muss noch was anderes machen, aber stattdessen hat der Typ das einfach gemacht. Ich bin nicht der Einzige, das sieht so hübsch aus. Also das ist ja wirklich einzigartig. Versiegelungsformel haben wir bekommen. Ich hätte daran denken sollen, mein Level-Up zu benutzen, um mich zu heilen. In den vorherigen Kämpfen. Weißt du, was ich? Versiegelungsformel? Yes, yes. Oh, die verbotene Legende. Gebunden seid ihr, Jürik, Mörder und Verräter, verdammt durch euren Frevel gegen Fürst und Reich, vergessen sein Name und Taten im Land eurer Väter und eure Magie, unseren Schutzzauber weich, okay? Ich habe Oblivion noch nie gespielt. Was? Besonderer Stab, okay. Tränke wiegen nicht viel, kann man gut verkaufen. So, was machen wir jetzt mit dem Ding? Was könnte dies für ein genau, was ist das für ein Ding? Ich habe Oblivion noch nie gespielt. Oblivion Angel antwortet, mich darf auch nicht jeder spielen. Ho, ho, damn. Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Aaron von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch! Bitte beeilt euch! Es leuchtet so stark, ich kann mich nicht länger zurückhalten! Recht mit dem Erzmagier. Na, freili. Ja, freili. Ich habe heute schon berichtet, hier sagen das alle immer wieder. Oh, da ist der Ausgang. Im Halbdunkel starrte mich der Ausgang an. Gaudels Amulett gibt gute Standardwaffen, aber ein sehr gutes Amulett. Was? Lass mich kurz gucken, was das nochmal kann. Magika um 30%. Das ist eigentlich... aktuell, glaube ich, tatsächlich das Ding, was mir am meisten bringt. Ach, weißt du was? Lass uns einfach kurz die Stufe aufsteigen.
Mal Gesundheit. So. Verstärkter Blitz. Momentan benutze ich am meisten Feuer. Mehr Damage. Push it to the limit. Stone versucht bayerischen Dialekt. Nee, ich versuche nicht. Das ist der einzige Dialekt, der einzige Satz, den ich kann, weil alle immer so, ja, freilich, sagen. Und das ist auch das einzige, was hier gesprochen wird. Das einzige, was ich kenne. Ich meine, ich wohne in den Oberfranken. So richtig Bayern, Bayern ist es jetzt auch nicht. Und alle Bayern sagen immer, nein, nein, das ist nicht mehr Bayern. Das ist Oberfranken. Das ist was ganz anderes. Deswegen. Die Quest dazu meine ich. Ja, ja, das Amulett von Gauldr hatte noch eine Quest. Das stimmt. Ich weiß nicht mehr, wo es die Quest gab und so, aber... Gute Nacht, Reptil. Endlich ein wenig Ruhe, ja. Nach einem harten Tag. Das ist das, was Sabrina in letzter Zeit bei mir fehlt. Nach einem harten Tag bei ihr auf der Arbeit kriegt sie nicht Ruhe, weil sie nach Hause kommt zu einem Typen, der die ganze Zeit labert, den ganzen Abend. Die arme Dame. Das haben die schon im Mittelalter gesagt, die Bayern, ja? Stone korrekt hier. Willst du Details zu der Quest? Welche? Die, die wir jetzt gerade machen? Für was? Bitte behelle ich den Erzmagier nur, wenn es... Also, wenn ihr mir Hintergrundwissen geben wollt, dann gerne, aber momentan bleibe ich ja nirgendwo hängen was oder so. Ihr hier, es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Ich muss mit euch über Sartal sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge verbrannt. Kümmern. Hier ist niemand verbrannt. Ach so, die vom Amulett, die Quest. Erstmal nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich erinnern, ich habe die Quest mit dem Amulett erst sehr, sehr spät gemacht mit meinem Krieger damals. Ich weiß nicht mehr, warum ich sie so spät gemacht habe. Ich glaube, man bekommt einen Hinweis auf die Quest nur in irgendeinem, in irgendeiner Notiz oder irgendwie sowas. Wir haben so eine Art Kugel gefunden. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolftier noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolftier kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Okay, ja. Sprecht mit Urak im Arcanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Klingt gut. Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Ich glaube, ich habe die Quest von der Amulett noch nie gemacht. Ja, ich glaube, die ist nicht so offensichtlich, die Quest. Bum, bitte, 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 bum, bum, bum. Ich mag neue Quests. Ran an die Bücher. Tja, Sartal kryptische Botschaft auf dem Leib eines mächtigen Drauger gefunden, die ihn für einen einzigen Verbrechen verdammt. Was hat er getan? Warum hat man ihn mit einem zerbrochenen Amulett begraben? Genau, das ist die Quest. Gehe der kryptischen Botschaft nach und das ist diese Versiegelungsformel, ne? Und dann kann man diese Versiegelung rückgängig machen. Ja. Und da muss man herausfinden, glaube ich, wo die Grabstätte von diesem Jürik ist oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Nexus Mods hat schon eine Skyrim Special Edition Section. Ja. Zum nächsten Skyrim Stream, also sprich Freitag, übermorgen, wenn wir das nächste Mal wieder live sind, werde ich auf jeden Fall diese Edition hier schon gemoddet haben. Ich werde Mesh Overhaul, ich werde Face Overhaul installiert haben. Das sind so Sachen, die ich mir schon runtergeholt habe. Und die Mod, die Mods mit Achievements zum Laufen bringt, die Mod werde ich mir noch draufhauen und ja, dann fange ich mal an, ein bisschen was drauf zu schmeißen, mal sehen, wie viel funktionieren wird. Nee, warte, das war doch... Ah, guck mal. Stein von Barentia. Daran kann ich mich noch erinnern. Hehe, für die Diebesgilde, das nehmen wir natürlich mit. Aber ja, ich freue mich schon, ich freue mich schon darauf, wieder ein bisschen zu modden. Irgendwie bin ich in den falschen Raum reingegangen. Unterhaltungen liegen mir nicht, aber vielleicht benötigt ihr Hilfe bei Beschwörungsmagie, ja, ganz genau, wäre nicht schlecht.
Kniesel, ja, was ist falsch mit diesem Wort? Hallo? Wo hockt... Ach, der Typ hockt hier, stimmt. Ich glaube, die Bibliothek ist der Ort mit den ganzen Bücherschränken. Ja, das kann gut sein. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie... Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Hallo? Stört mein Arkaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Beruhig dich, Urak. Ich muss herausfinden, was in Satal da abgeht. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Was? Überhaupt nichts? Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Orton. Ich gucke mal. Und wer ist der? Wo ist der überhaupt? Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden. Als sie gingen, folgte er ihnen. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie, vermutlich um sich einzuschmeicheln. Ja, okay. Akademie angelegen, warum sind denn diese Festungen okay. Kämpft wacker. Wacker, eh. Sambadambadambambalea. It's time for Africa. Was war das denn? Oh, Ankanu. Ich habe ein paar Fragen an euch. Ja, sehr gerne. Ihr wart doch in Satal, nicht wahr? Was, Satan? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Ja, vielleicht. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte, beleidigt nicht meine Intelligenz. Ich beleidige nicht deine Intelligenz, ich beleidige dich. Immer noch dort? Suck it, Bro! Ich einen vollständigen Bericht von ihm. Oh, Achtung, Ankano, deine Nase, sie fliegt weg. Du trägst sie zu weit oben. Woher wisst ihr davon? Es ist meine Aufgabe, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Es kommt meiner Funktion als Berater des Erzmagiers zugute, alles zu wissen, was hier vor sich geht. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Ork als Bibliothekar, es irritiert mich immer noch. Ja, findest du? Manche sagen Arkaneum und manche sagen Arkanaeum. Echt? Das hört sich ganz schön komplex an. Dieser Name ist ganz schön komplex. Okay. Brauchen wir was? Hilfe. Raus. Hat er gesagt, wo der Typ ist, von dem wir wegen den Büchern mal fragen sollten? Der ist komplett woanders. Finde die gestohlenen Bücher. Ehemaliger Lehrling des Arcana. Hier steht Arcanaeums. Namens Orton entsprechende Bücher gestohlen. Sein letzter bekannter Aufenthalt ist die Festung Dämmerlicht. Festung Dämmerstern. Wo zum Teufel ist Festung Dämmerlicht? Oh, oder hätte ich ihn dazu befragen müssen? Nein, hier ist Festung Dämmerlicht. Okay. Dann lass uns zu den Waldheimer Türmen. Ankano, Berufsstalker, ganz genau. Avaton, du Rassist. Du Rasist. Was meinst du, willst du damit sagen, dass Orks es nicht verdient haben, auch Bibliothekare zu sein? Das triggert mich jetzt schon so ein bisschen. So. Urak sagt aber Arkaneum. Ah, das macht doch nix. Ist doch jetzt nicht so dramatisch, wie das ausgesprochen halt. Wird. Huch. Diese Straße ist gebührenpflichtig. Ihr werdet also... Echt jetzt? 200 Goldstücke Wegezoll locker machen müssen, wenn ihr sie benutzen wollt. Jetzt einschüchtern. Für jemanden, ihr hättet nie herkommen sollen. Leute! Lebt wohl. Ich hab euch doch schon mal getötet. Au! Pain and suffering. Woo! Ich kann euch nicht besiegen. Ich kann euch nicht besiegen.
Das sind mir immer die Liebsten. Die Amulett-Quest solltest du in Betracht ziehen. Echt? Jetzt schon? Hallo, Ork-Schamanen. Gell, Lorik? Hört auf Lorik. Ork-Schamanen gibt es immer, überall. Nein! Ich glaube, ich habe die Haare weggebrannt, aber mehr nicht. Ihr werdet Himmelsrand. Bis die Tode gefallen mir am meisten. Also nicht an mir, aber an ihm. Wo ist der Rest? Wie der Biss eines Flohs. Ich höre, Lydia prügelt sich gerade mit wem, aber ich sehe nicht mit wem. Hallo, Ork, dumm, nein. Oh ja! Yeah. Oh, okay. Ich dachte, ich werde den jetzt gleich volle Kanne erstechen im Nahkampf, anstatt einfach Tonk auf den Kopf. Nimm das! Mehr hast du nicht verdient! Disrespect-Schlag! Hat er gerade brav leb wohl gesagt? Ich weiß nicht, ich habe es nicht gehört. Wie komme ich da? Oh, komme ich hier überhaupt hoch? Oder muss ich außen rumlaufen? Das könnte auch sein, mit dem Außenrumlaufen. Orks sind intelligente Tiere, ja, ganz genau. Die gibt es ja wohl, als auch Schamanen und so, ne? In Schamanenausführung. Ich hab den Ort. Ich hab die eigentlich alle schon mal hier getötet. Oh, schwarzer Pfeil bringt immer Bogenkampf. Nein, diesmal nicht, okay. Oder vielleicht war das in Morrowind. So, Jagdbogen der Glut, okay. Ich glaube, hier gibt es tatsächlich keinen Weg. Darüber. Du weißt doch, nett ist so eine kleine Schwester. Manchmal können Orks auch mal nett sein. Ja, aber Orks, ey, ich sag nichts gegen Orks. Hallo? Orks können so vieles sein. Orks können alles sein. Ihre Mütter müssen sie auch ständig motivieren. Mein Schatz, du bist nicht komisch, du bist nur anders. Du kannst auch alles erreichen wie die anderen Kinder. Nein, ich mag Orks eigentlich. Ich glaube nur... Könnt ihr mal aufhören, alle immer wieder neu zu spawnen? Warte, warte, warte. Oh, beschworenes Schwert. Oh, das kann ich schon. Mist. Wiedersehen. Oh, nein, ich komme mit. Okay, hallo. Mist. Ich muss nach Norden. Wieso gucke ich eigentlich immer wieder nach, wo ich langlaufen muss, wenn ich weiß, wo ich langlaufen muss? Ich spiele am liebsten einen Dunkelelf. Dunkelelfen sind auch ganz nice. Dunkelelf, was ich bisher immer so mitbekommen habe, Dunkelelf gehört zu... Kriege ich die Kurve? Ist das noch okay? Dunkelelfen gehören zu der Rasse, die mit am meisten gespielt wird. Ich höre sehr oft so Dunkelelf. Vor allem natürlich auch in Morrowind, ne? In Morrowind. RP-Gründe und so, auch sehr gerne Dunkelelf. Stone ist ein intelligentes Tier, so ungefähr. Ja, ich bin ja eine Echse, hallo. Für eine Echse bin ich eigentlich total schlau, ja. Komme ich da hoch? Ne, ich glaube, das ist zu steil. Wir müssen doch außen rumlaufen. Mist. Ich habe durchs Entzaubern Level 50 in Verzauberung bekommen. Also entzauber deine Waffen, anstatt sie zu verkaufen. Ich meine, ich habe es mit meinem Krieger mal gemacht. Aber mittlerweile, sage ich mal, bin ich nicht so motiviert, Verzauberung und Schmieden und so nochmal zu powergamen. Weil das hat nämlich ziemlich lange gedauert. Und es geht auch ohne. Ich habe das damals nur gemacht, um ein, zwei Vorteile zu bekommen. Um ein bisschen schneller, ein bisschen besser, bessere Ausrüstung zu haben, aber ansonsten. Stone regt sich auf, dass in einer dynamischen, lebendigen Welt immer wieder wer auftaucht. Dynamische und lebendige Welt, ah ja.
Ich spiele am liebsten die Nord. Ja. Mein erster Charakter in Oblivion. Ich habe mir sogar damals gedacht, kann ich mich noch erinnern, dass ich eigentlich Nord so unspektakulär fand. Aber trotzdem war mein erster... Jetzt brauche ich tatsächlich was anderes. Und zwar... Hallo, wo ist... Oh. Ich habe das nicht mal hinzugefügt. Wenn wir schon Flammenatronarchen haben... So. Nimm das! Heia! Nice! That ass, though. Oh Gott, ich habe vergessen, dass sie explodieren, wenn sie fertig sind. Ist eigentlich jeder Zauberkundige in Skyrim über 30 und Jungfrau? Ja, na selbstverständlich. Weise Männer sind nun mal so. Ich werde euer erbärmliches Leben... Oh, da seid ihr. Oh mein Gott, ich komme die Treppe nicht hoch. Hilfe. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich glaube, die Feuermagie-Lehrlinge, die haben nicht mehr Leben als... nicht mehr Feuerresi. Oh ne, das ist ein Hochelf. Hochelf hat wahrscheinlich echt nicht mehr Feuerresi. Ich hätte am Anfang in Oblivion ein... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Oblivion Nord. In Skyrim am Anfang auch einen Nord. Und dann hatte ich als zweites in Oblivion einen Waldelfen. Und ansonsten glaube ich in Oblivion nichts. Und hier hatte ich nach meinem Nord... Ich glaube, in Skyrim hatte ich noch gar keinen zweiten Charakter angefangen. Das ist also nur so kurz. Aber jetzt in Argonia richtig. Und in, oh, das ist der falsche Zauber. In... Was für eine Rasse war eigentlich mein Magier in Oblivion, den wir mal kurz angefangen hatten? Was gibt es? Die Eisspeere in Dawnguard sind noch größere Geschosse. Ja, echt? Kill ihn! Ja. Ich sollte öfter meinen Schrei anwenden. Der bringt's echt. Verzauberung und Schmieden braucht man ja eh erst im Endgame, sonst bekommst du nur schwere Gegner, obwohl deine Kampfskills gleich sind. Ja. Und dann, und selbst dann müssen wir halt mal gucken, wie ich das mache. Ich hatte halt mit meinem Krieger damals schon relativ früh Verzaubern und Schmieden auf halt gepusht, soweit es ging. Und deswegen... Die Khajiits sind die besten, ja. Süße Katzen. Süße Katzen, immer gut. Lydia, du hast gerade gesehen, wie ich die Falle aktiviert hatte. Oh Gott. Was macht ihr denn da? Oh mein Gott, Lydia. Komm. Komm, bitte. Lydia, ich will die Falle. Du stehst mir aber. So, okay. Oh Gott, warte. Warte doch. Warte mit deinem Feuerzauber. Warte. Jo! So, bitteschön. Sind die Rasisten die, die sich rasieren? Ganz genau. Ein Rasist ist jemand, der sich regelmäßig rasiert. Da ist es Begriffe. Ein rasender Rasist. Wer große Macht erlangen will, muss Opfer bringen. Ich habe eine Schüssel eingesammelt. Sehr gut. Die hat mir in meiner Hausdeko noch gefehlt. Ist es eine Vampirin? Aus dem Weg. Boah, sehen die hässlich aus. Ist es eine neue Gesichtstextur? Sahen die Vampire schon immer so hässlich aus in Skyrim? Jesus Christ.
Hier, ihr könnt mir helfen beim Kämpfen. Ich hab die gar nicht so hässlich in Erinnerung. So, ihr macht das klasse. Auf geht's, Mädels. Ich warte so lange hier, bis ihr fertig seid. Du solltest öfter mal Fuß schreien. Das verwirrt sie bestimmt auch real life. Ja, bestimmt. Nein. Wer ist dieser Nord? Ich glaube, es ist von Vampiren beschworen. Los, meine Vampire, los! Oh, kämpfen wir jetzt. Oh, Lydia hat sie wieder geaggrot. God damn it. Du kannst aufhören. Ich glaube, sie hat aufgegeben. Lydia! Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Lydia? Warte. Nein, Lydia. Rede mit mir. Was braucht ihr? Ich glaube, wir müssen sie töten. Lydia wird... Ah, sie ist so schlimm. Sie ist einfach zu neidisch. Dreckige Khajiit. Ich glaube, Lydia ist nicht mehr zu helfen. Die rennt jetzt dir. Also, Lydia, wir sehen uns später. Komm wieder zurück, sobald du dich abgeregt hast. Und dann sehen wir weiter. Kein Problem. Lass die Gefangenen frei, das wird lustig. Habe ich doch gemacht. Habe ich sogar sofort gemacht, als ich da war. Wie gesagt, ich habe in Skyrim über 200 Spielstunden, als es damals released wurde. Alles habe ich noch nicht vergessen. Ich habe damals die Gefangenen auch oft benutzt, um die sie gegen die anderen Leute hier drin aufzuwiegeln. Steamount! Oder Steamount? Danke für den Follow, bediene dich an der Käseplatte. Also, ich lass Lydia jetzt einfach laufen da, ja? Los, Jungs! Pack dein Schild weg, Mann! Mit. Das waren alle. Ich hatte gesagt, los Jungs, obwohl da eigentlich nur Gefangene sind oder so. Elias, danke für den Follow. Bediene du dich natürlich auch an der Käseplatte, ist ja klar. Wo ist der Typ hin? Hier. Was? Du sollst öfter Fuß. Er zündet Lydia ständig an. Ja, ich wollte an Lydia vorbeischießen, um die Falle zu aktivieren, aber irgendwie hat Lydia... Gefallen dran gefunden, mit ihrem Kopf meine Feuerbälle zu fangen. Und du sagst, Orks sind dumm, was ist mit Lydia? Vielleicht ist Lydias Vater ein Ork oder so gewesen. Wer weiß. Lydia im Rage-Mode, ja. Echt so. Oh Mann! Meine Feinfühligkeit war auch schon mal besser. Zu viele Schlösser. Ich sollte wahrscheinlich aufhören, den Chat zu lesen, während ich hier versuche, Schlösser zu knacken. Ich muss da gar nicht hingucken. Ich mache das einfach hier mit links. Kein Problem. Ich probiere diesen Monat in den Top 10 Viewern zu kommen. Oh, das ist eine große Herausforderung. Nee, aber mal Spaß beiseite. MB, würde mich freuen, dich oft zu sehen. Vielen Dank. Natürlich. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch, hier rauszukommen. Versprochen. Vielen Dank. Spielst du mit schwerer Rüstung oder leichter? Eigentlich mit leichter. Ich habe gerade nur als Handschuhe schwere Handschuhe, weil ich noch keine besseren leichten gefunden habe. Ich bin ja noch relativ am Anfang. Wo sind die Bücher? Die Bücher? Oh, verstehe. Ich dachte, ihr seid vielleicht wegen mir hier. Ach ja, die Bücher... Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Die Ruferin? Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Ihr braucht meine Hilfe nicht? Nein. Ganz wäre einfacher, wenn ihr euch raushalten würdet. Wenn ihr mich nicht sofort in Ruhe lasst, töte ich euch eigenhändig. Jesus Christ.
Wenn du für mich die Drecksarbeit machen willst, dann mach das ruhig. Ich werde mein Bestes tun. Ich meine, gut möglich, dass er dann stirbt. Das letzte Mal habe ich ihnen gesagt, du kannst einfach nach Hause gehen. Allgemein, mit meinem Krieger habe ich wirklich jedem möglichen Begleiter und so gesagt, nein, nein, danke, keine Hilfe, nein. Weil ich halt die Leute immer mit meinem Hammer getroffen habe. Das war nicht so praktisch. Quietsch, quietsch, knack, Dietrich gestorben, während Stone den Chat liest. Ja, das ist echt so. So, mit einem Auge Dietrich Schloss knacken und mit dem anderen Auge Chat lesen. So weit kann ich nicht schielen! Ich habe von dem Mädchen mal 100 Blumenkörbe bekommen. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Oh Gott, dieser Raum. Ich kann mich... Oh mein Gott, sie blockieren mir den Weg. Ah! Keine Chance. Ich muss reinrennen, meine Begleiter reinlaufen lassen und dann muss ich zurücklaufen und wieder zurück einparken. Dieser Raum... Mit meinem Krieger, glaube ich, habe ich die Magiergilde als allerletztes gemacht. Und dieser Raum hat mich damals so hart gedisst einfach nur. Das war echt nicht mehr feierlich. Ihr seid tot. Leute, kommt. Ihr seid tot. Ja. Das war schon alles. Oh mein Gott, der Voll... Junge, was machst du hier? Renn in den Kampf! Ich werde mich nicht zurückhalten. Wollen wir mal ein paar Eisstachel benutzen zur Abwechslung? Oh Gott, habe ich gerade eben Lydia getötet. Tja, Lydia, was hat dich denn hier umgebracht? Das ist aber schade. Das ist aber echt schade, ja. Weil Lydia mal wieder genau da gekniet hat, wo ich hingeschossen. Jetzt habe ich diesen Raum so schön hier geklärt. Lydia... Nee, einfach. Warte, gab es vielleicht eine automatische Speicherung nach dem Kampf? Achso, das bringt ja gar nichts. Lydia ist ja tot. Lydia ist ja tot. Das bringt ja nichts hier. Lydia, bitte. Einmal in deinem Leben. Oh Gott! Oh Gott, mein Leben! Gesundheit 1 von 170. Jupp. Genau so muss das sein und nicht anders. Ui. Beschworene Waffen wirken Seelenfalle auf Ziel. Okay, das ist ja auch nicht schlecht. Ich kämpfe eigentlich ziemlich viel mit einer beschworenen Waffe. Das wäre eine Idee. Mal verstärkter Frost. Ich will aber erstmal hier so meine Haupttalente. So. Und im Chat, lass sie liegen! Kill den... Und dann Frostzapfen rein. Nice. Jeden einzelnen von denen. Ich mag eigentlich die Frostzauber. Lydia! Schnellheilung, dann hast du eine Chance. Nein, guck. Ohne Schnellheilung auch. Magier-Follower sind nicht immer überlegen. Ja, manchmal versuchen sie, um die Ecke zu zaubern. Bis sie merken, man kann zwar Curve-Balls werfen, aber man kann keine Curve-Zauber werfen. Ich muss hier raus. Immerhin macht er gut Schaden, der Typ. Was soll ich sagen? Mit meinem Krieger damals war dieser Raum die Hölle. Weil da war ich schon Level 40 und ich hatte so gut wie keine Magieresistenz mit meinem Krieger. Und ich war hier mit Level 40 drin. Magiergilde als letzte Gilde oder so, weil was soll ich mit meinem Krieger mit der Magiergilde? Und die haben die höchsten Blitz- und Feuerzauber gehabt. Das war echt krank. Beschwöre eine Kreatur. Ich habe nur einen Wolf, der mit einem Schlag stirbt. Aber mein Atonarch stimmt.
Ich habe eigentlich letztens gelernt, dass Atronar, warte, Schutzgeist? Ich habe ja mittlerweile eine Fähigkeit gelernt, dass es billiger geworden ist. Denn, oh, Feueratronarch ist viel billiger geworden. Danke für den Hinweis mit Beschwören. Das letzte Mal war der Feueratronarch nämlich noch mega teuer. Los, Feueratronarch! Und lass mal statt Feuerblitz mal ein bisschen auf Eisstachel umsteigen. Piu! Nicht die Oberhand gewinnen. Ich liebe nützliche Gefährten. Ja, das ist ja mein Feueratronarch. Hallo? Hör auf mir zu winken und kämpf! Frost ist eigentlich bei Untoten nicht so praktisch, aber was soll's. Weniger winken, mehr kämpfen. Mensch, Frosty, was ist denn das? Mit Feuer heilst du den Atronarch. Oh, echt? Es geht? Interessant. Danke, MB. Ich werde wegen der beschworenen Waffe nicht meckern vorerst. Ach so, das ist sehr gnädig von dir, ja. Sehr gut. Wenn du wieder anfängst zu meckern, dann muss ich dich halt wieder timeouten. Halt dich zurück. Halt dich zurück. Unmehr von Himmelsrand. Ich habe mal mit 0 von 160 Lebenspunkten überlebt gestern. Nice. Da hast du ja ordentlich was geschafft. Mit 0. Hilfe, ich sterbe. Ich würde gerne noch aus dieser Burg rauskommen, so als letzten Auftrag für heute. Als letztes Ding. Als letzte Amtshandlung. Guten Tag. Los, neuer Feueratronarch. Ich habe gerade so viele Begleiter. Drei Begleiter. Ihr macht das schon. Los, meine Freunde. Ihr macht das klasse. Ich komme da gerade eh nicht hin. Der Raum ist gerade die Hölle für mich. Ihr macht das super. Kann ich jetzt rein? Jetzt seid ihr fertig? Gut. Nee, hier sind noch mehr. Boom, Headshot. Oh, es war wirklich ein Headshot. Ich habe eigentlich zum Spaß gesagt. Ich ergebe mich, nein! Ich werde mich nicht zurück. Immer mit der Ruhe. Was schreit ihr hier alle so rum? Jetzt bezahlt ihr. Kostet nämlich 3,50. Auf dem Podest im vorherigen Raum war ein Zauberbuch. Stimmt. Ich habe das Zauberbuch gesehen. Hab mir gedacht, ich erkunde erstmal den Rest vom Raum, dann sammle ich's ein und dann habe ich's vergessen. Lass mich kurz nachgucken gehen. Danke nochmal für den Hinweis. Was würde ich ohne euch tun, gell? Was würde ich ohne euch tun? Zombie erwecken sackt. Zombie beschwören ist besser. Mittlerweile weiß ich, erwecken ist tatsächlich eine Leiche richtig erwecken. Aber erwecken. Dafür braucht man halt erstmal eine Leiche. Das ist nicht besonders gut so als Opener. So, ich glaube, das ist mein Feueratronarch. Obwohl, nee, ich glaube, mein Feueratronarch verpufft, wenn er gestorben ist. Hab ich noch keinen Schlüssel. Los, Flammenatronarch, du schaffst das. Was da oben abgeht, ey. Ich schieße aber mal rein und dann gucken wir, was bei rumkommt. Zombies beschwören gibt's aber nicht. Ach, gibt es gar nicht, oder was? Willst du die Seelensteine nicht mitnehmen? Nee. Sollte ich? Ich habe bisher nur so wenig, also was heißt wenig, ich habe bisher die Seelensteine gar nicht mitgenommen.
Weil gerade auf meinem Low-Level sind es halt eher so niedere und kleine Seelensteine. Und auf dem Low-Level sind auch Verzauberungen nicht so wichtig, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, brauche ich das nicht wirklich. Gott, sind hier viele Räume! Andere Seite verriegelt, okay. Sogar mit Verzauber, Alter. Oh, das ist gut. In irgendeiner dieser Ruinen... Okay, die sahen alle mehr oder weniger gleich aus. In irgendeiner dieser Ruinen... Ja, hier ist er doch! Ich wollte gerade sagen, in einer dieser Ruinen... Dieser Raum hat mich gerade irgendwas in mir getriggert. Ich habe so gedacht, so warte, der Schleifstein, der Verzauberaltar, diese Konstellation in einer dieser Ruinen, die so ähnlich aussahen, war ein Stein von Barentia. Aha. Okay. Man muss deutlich mehr von diesen Steinen einsammeln. Also es war nicht der einzige Stein. In so einer Ruine wahrscheinlich. Aber ich konnte mich erinnern, so in der... In der Zusammenstellung, wie es hier war. Jetzt reicht es aber! Hast du hier gehört? Lydia sagt dir. Da war noch ein Buch im ersten Raum nach der Tür oder habe ich Halluzinationen? Ja, aber das habe ich schon gelesen, das Buch. Das Buch. Wo schießt du hin, Mann? Nice! Aber das Buch hat mir nur einen Punkt in Beschwörung gegeben. Das habe ich gelesen. Tornista, dankeschön. Muss echt öfter gucken, was da drinnen liegt, weil die Ringe kann ich gut verkaufen. Stein von Barentia in der Nähe. Vorsicht. Schon gefunden. Gott, ey. So viele Sachen habe ich über Skyrim vergessen, aber ich kann mich noch an diese... Aus dem Weg. Ich kann mich noch bis heute an diese Suche nach den Steinen erinnern. Und hab noch so einige Bereiche noch mehr oder weniger im Kopf, wie die damals ausgesehen haben. Ich glaube, das ist der Endraum. Die Bibliothek ist gleich hier. Wir sind bald. Doch nicht! Wolltest du gerade was sagen? Da hat irgendwas so... Seelensteine haben eine gute Gold-Gewicht-Ratio. Ja, dafür könnte man es schon mitnehmen. Stimmt schon. Aber ich meine, ich habe jetzt schon so viele Sachen hier übersehen oder halt nicht so genau angeguckt. Ich glaube, auf ein paar davon kommt es auch nicht mehr an. Frostschaden los! Hätte mein Feueratronarch die eigentlich geheilt? Hier waren noch ein paar vorhandene Notizen, gell? Sollen wir jetzt nochmal zurücklaufen? Notizen. Paar verschlossene Türen. Sollen wir nochmal zurücklaufen und versuchen, die Türen zu öffnen? Schrein von Julianos. Sehr gut. Ich hatte die Felsenhaxe. Ich hatte eine Krankheit. Das ist sowieso komisch. Wie war das nochmal? Als Argonia habe ich 50% erhöhte Chance, Krankheiten zu widerstehen. Oh, mittlerweile... Ach stimmt, wahrscheinlich Felsenhaxe war sowieso geheilt. Felsenhaxe war wahrscheinlich sowieso geheilt. Warum bin ich bloß hierher gekommen? Als ich Werwolf geworden bin. Aber davor, ne? Mich hat mal ein Bandit angeguckt und ich habe geschleicht und er sah mich nicht. Wenn der Schleichskill hoch genug ist, dann gibt es da bizarre Dinge. Die Musik vom anderen Stream... Ach, wenn der hier schon da ist. Die Musik vom anderen Stream verwirrt dich in Verbindung mit Skyrim, ja? Was für Musik läuft denn? Was läuft denn so Feines hier? Okay, noch irgendwas? Hier gibt es so viele Türen, oh Gott! Ritualkammer etc. Ich glaube, Ritualkammer ist der letzte Raum. Der Endbossraum. Ihr seid in mein Haus geplatzt und habt meine Projekte zunichte gemacht. Wie schön euch kennen. Die Ruferin.
Wer seid ihr? Namen spielen keine Rolle mehr. Ihr könnt mich die Ruferin nennen. Also habt ihr einen Grund dafür, ein solches Chaos anzurichten? Vielleicht. Ich bin wegen der Bücher aus der Akademie hier. Ihr gehört also nur zu Arens Lakaien. Wie schade. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Ihr kommt hierher, tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. Dürfte ich bitte die Bücher haben? Vereinbarung? Eine Vereinbarung. Nachdem ihr so viel zerstört habt. Schön. Überlasst mir den Elf. Ihr könnt mit euren Büchern gehen. Ich, Moment mal, was? Was? Das... Er bekommt die Bücher, ich bekomme euch. Es ist ganz einfach. Aber warum? Euer kleines Abenteuer hat mich etliche Testsubjekte gekostet. Ich brauche mehr. Und ihr passt da wunderbar. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Das würdet ihr doch nicht tun, oder? Ihr würdet mich doch nicht mit ihr hier lassen. Ich warte. Ich muss hier... Kelsey! Woo! So, das nehmen wir schon mal mit. Oh, wow, 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 ich habe die ganze Zeit überhaupt keinen Schaden bekommen. Auf einmal in my face. Oh Gott, welcher Flammenelementar ist der richtige? Na, Lydia. Lydia, geh mir aus dem Weg. So, alles gut bei dir. Ich muss hier raus. Ich hab dich gerettet, alles ist gut. Du wirst nicht ein Testsubjekt bleiben. Alles ist okay. Warum bin ich bloß hierher gekommen? Wir sind ja gleich draußen, beruhig dich jetzt. Zum 100. Mal. Warum bin ich hierher gekommen? Oh Gott. Pay safe, card deep. Nun, es hat sich ja alles in Wohlgefallen aufgelöst. Bediene dich an der Käseplatte. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast keine Paysafe-Karten geklaut. Ich habe das erreicht, was ich wollte. Daran besteht kein Zweifel. Ihr geht also zurück zur Akademie. Ich warte wohl besser noch ein Weilchen, bevor ich mich dort wieder zeige. Mhm. Über diese Angelegenheit muss erst einmal etwas Gras wachsen. Gras wachsen, okay. Man muss bestimmten Beteiligten die Chance geben, kein Problem. Was ich... möglicherweise getan habe. Trotzdem habt ihr mich aus diesem Käfig geholt und das werde ich nicht vergessen. Habt vielen Dank und viel Glück. Vielen Dank. Ich meine, gut so. Was, warum sag ich vielen Dank? Ich hab ihm den Arsch gerettet hier. Auch wenn ich ihn fast zufällig... Weißt du, da guckst du einmal kurz nicht hin. Guckst du einmal kurz nicht hin... Und was passiert? Fast verkaufst du jemanden in die Sklaverei. Aber ja, wenn man nicht aufpasst, dann ist das schon mal durchaus möglich. Piffstick! Herzlich willkommen, bediene dich an der Käseplatte. Danke für den Follow. Die süße Stimme von Lotti, ja, ne? Lotti hat es mir aus Deponia so angetan, ich musste sie sofort als Sound benutzen. Gute Dame. Die Lotti. Gut, jetzt sind wir hier fertig. Dieser Pfeil ist auch sehr glücklich getroffen. Kennt ihr die Leute, die unter der Nase Piercings haben? Das ist der erste Schritt. Das hat man damals so gemacht. Da hatte man keine Piercing-Maschinen oder irgendwelche Geräte. Da hast du einfach Pfeil und... Und dann guckst du, was hängen bleibt. Und guck mal, die Farbpalette. Der ENB hier, der standardmäßige, der mit dem neuen Skyrim dabei ist, der ist echt hübsch. Da kann man nichts sagen. Gefällt mir echt gut, wie das hier aussieht. Dafür, dass noch überhaupt keine Mods drauf sind. So, aber ich würde sagen, dass wir, obwohl... Ja, nee, dass wir das nächste Mal machen wir dann hier weiter. Wir geben die Quest ab. Nehmen direkt die nächste Quest und eiern uns so durch die Magiergilde. Schalten vielleicht noch ein paar Spells frei oder... Eigentlich ist es egal, weil unsere Skills so oder so weiter steigen. Von daher. Also betreibt Lydia ein Piercings-Studio? Ganz genau, ja. Das macht dann 5... wie heißt die Einheit nochmal hier? Gold einfach nur, okay. Das macht dann 5 Gold. Vielen Dank, kein Problem. Oh Gott, was wird das, Lydia? Ich dachte, sie haben Geräte dafür.
Ich bin der Gerät. Mit Pfeil in der Nase gebohrt, ja. So schnell geht das. Einmal mit einem Pfeil in der Nase gebohrt. Pissing. Echt, jetzt spawnt jetzt schon wieder ein Drache hier irgendwo. Ich gehe erstmal rein und speichere dort. Bohrende Nachforschungen. Ganz... Oh, die Kugel ist da. Genau wie damals, heute finde ich das auch noch sau cool, diese Kugel. Ich weiß noch, wie fasziniert ich damals von der war. Immer noch. Auge von Magnus. Gutes Ding, gutes Ding. 5 Goldmünzen. Ja, das ist, ne? Extra, billiger Einstiegspreis für alle, die sich frisch piercen wollen. So, okay. Und dann machen wir das nächste.